hab's geschafft. Das sagst du ständig. Oh, hab dich! Alles okay? Ich bin okay. Nur noch ein paar Schritte. Okay, okay. Bist du okay? Ich bin okay, bin okay. Wer hat das wohl alles gebaut? Möglicherweise die Inka. Sie wussten viel über Hydraulik. Okay, wir haben einen Monolithen entdeckt. Ich hoffe, diese Konstruktion ist hier, weil wir auf dem Weg in das Dorf. Die Brücke ist unten. Können wir sie mit dem Gegengewicht anheben? Vielleicht. Lass mal gucken. Das hier zeigt den Inka-Gott Kan. Er war der Sohn des Sonnengottes Inti und der Mondgöttin Pachamama. Kan kontrollierte Wind und Regen, obwohl er einigen Legenden zufolge nur für das von Süden kommende Wetter verantwortlich war, während von Norden kommendes Wetter in die Zuständigkeit seines Bruders Pachacamac fiel. Okay. Dieses Wasser ist bestimmt trinkbar. Willst du es probieren? Ich bleib bei den Flaschen, die wir in den Kisten beim Flugzeug gefunden haben. Okay. Was ist das für ein Dialekt? Ich muss etwas übersehen. Entziffern nicht möglich. Vertiefen Sie Laos Wissen über Quatscher-Dialekt, um den Monolithen zu entziffern. Hätte ich gewusst, wie viel Zeit ich in der Wildnis verbringe, hätte ich in dem Jahr bei den Pfadfindern besser aufgepasst. Hat's dir nicht gefallen? Naja, wir haben solche Sachen wegen meiner Familiensituation eher selten gemacht. Okay, wir schauen mal, wie es weitergeht. Was haben wir denn hier alles? Vielleicht gibt es auf dem Wasserturm ein Ablassventil. Erstmal haben wir hier auf jeden Fall eine Lama-Figur. Der Kanopa dient als Gefäß für Opfergaben wie Kakao und Talg. Der gefüllte Kanopa wird zu Beginn der Erntezeit als Geschenk an Pachamama, die Muttergöttin, auf das Feld eines Bauern geworfen. Wird das Geschenk angenommen, erwarten den Bauern angeblich eine reichhaltige Ernte und ein erfolgreiches Zuchtjahr. Ah ja. Und du? Warst du als Kind bei den Pfadfindern oder im Sommerlager? Vielleicht gibt es auf dem Wasserturm ein Ablassventil. Okay, schauen wir mal. Ich denke mal, das hier soll der Wasserturm sein. Ohne Eli wird dein Arm schnell verheilen. Ja. Vielleicht gibt es auf dem Wasserturm ein Ablassventil. Hey, das hat was bewirkt. Ich glaube, das Wasser betreibt die Brücke. Okay. Interessant. Es ist zu schwer. Hilf mir mal. Na dann. Teamwork. Das Wasser füllt den Eimer. Gut. Mal sehen, was die Gegengewichte machen. Coole Konstruktion. Oh, der Eimer leckt. Wir müssen das Rad wieder raufbringen. Das Rad wieder raufbringen? Okay. Das eventuell. Ich weiß jetzt gerade nicht. Also rüberkommen. Nee, das geht nicht.
Wir müssen das Rad wieder raufbringen. Okay, machen wir mal. Und jetzt? Ich verstehe es nämlich nicht, weil... Ich muss die Brücke mit dem Gegengewicht verbinden. Wie soll ich das denn verbinden? Warte mal ganz kurz, das ist, habe ich noch nicht so ganz gerafft. Ich muss die Brücke mit dem Gegengewicht verbinden. Ja, wie denn? Wie soll ich das denn machen? Mit dem Gegengewicht. Das ist doch das Gegengewicht hier, oder nicht? Mal ganz kurz kicken. Ich muss die Brücke mit dem Gegengewicht verbinden. Ja, ich raff's bloß gerade noch nicht so ganz. Ich raff's noch nicht so ganz, liebe Freunde. Wir müssen das Rad wieder raufbringen. Also das ist ja hier klar. Kann man nicht nochmal betätigen. Das ist in Ordnung. Vielleicht muss ich dann hier drauf. Vielleicht muss ich dann hier rauf. Vielleicht muss ich dann hier wirklich rauf und dann irgendwie da schießen oder was weiß ich nicht was. Ja, mal probieren. Muss ja mal alles mal austesten. Los, hopp, 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 schneller. Also schießen. Mit dem Gegengewicht. Das ist noch nicht, das raff ich noch nicht so ganz. Das Problem ist, ich muss die doch irgendwie... okay, das... Da hat man die Rätsel auf leicht gestellt. Das ist interessant. Aber wie gesagt, ich raff's gerade noch nicht. Jetzt fährt das Ding wieder runter. Ich muss die Brücke mit dem Gegengewicht verbinden. Es färbt sich wieder um. Aber der musste sein. Das ist gerade echt... Also einmal ist es blau. Wie soll ich denn da von da aus schießen?
Okay, das ist echt jetzt gerade ein bisschen tricky. Da unten. Kann man mich nicht irgendwie runterlassen oder sowas? Okay, das geht so nicht. Verdammt. Wenn ich die miteinander verbinden soll, dann muss ich doch erstmal runter, oder nicht? Ich hoffe, diese Konstruktion ist hier, weil wir auf dem Weg in das Dorf sind. Ich auch. Ist doch was, da kann man doch... Durch Druck auf das Rad füllt sich das Gegengewicht mit Wasser. Ja, super, das weiß ich auch. So viel ist klar. Aber ich kann ihn nicht verbinden. Das ist das Problem. Ich kann auch nicht irgendwie mich abseilen oder sonst was. Irgendwie muss man doch. Und du? Warst du als Kind bei den Pfadfindern oder im Sommerlager? Zählt Internat auch? Keine Ahnung. Zählt es? Wahrscheinlich nicht. Okay, aber da kommen wir so nicht rüber. Mir einiges gezeigt. Mir waren Erwachsene schon immer lieber. Glitches. Ich vermisse ihn. Ich auch. Okay, das klappt einfach nicht. Ich weiß nicht wie. Ganz ehrlich, ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Aber wir probieren das so lange, bis es klappt, ne? Ist ja wohl klar. Also, wir müssen das Ding jetzt hier schieben. Tja. Vielleicht muss ich auch drauf springen oder was weiß ich nicht was. Wenn wir dann unten sind. So auch nicht. Verdammt. Ich bin gerade echt ein bisschen zu detsch, das zu kapieren. Das ist klar. Wasser geht runter, das Teil fährt dann hoch. Ja, aber ich kann es nicht verbinden. Durch Druck auf das Rad füllt sich das Gegengewicht mit Wasser. Ja, das ist... Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ach, der Eimer leckt. Verdammt! Durch Druck auf das Rad füllt sich das Gegengewicht mit Wasser. Ja, so fein, so gut. Alles toll, alles super. Ich hoffe, diese Konstruktion ist hier, weil wir auf dem Weg in das Dorf sind. Ich auch. Mal, wir probieren mal. Wenn ich mich da drauf stelle. Weil irgendwas hat es bestimmt auch zu bedeuten, wenn ich mich jetzt hier. Wow! Ich wollte eigentlich gerade da mal drauf hüpfen. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Aber dass man hier drauf balancieren kann. Komm schon, Lever. Muss ja auch irgendwie einen Grund haben. Warst du als Kind bei den Pfadfindern oder im Sommerlager? Zählt Internat auch? Keine Ahnung. Zählt es? Wahrscheinlich nicht. Aber Roth hat mir einiges gezeigt. Mir waren Erwachsene schon immer lieber. Ja. Vermisse ihn. Ich auch. Komm, wir probieren es nochmal. Tja. Ja.
Das Ding füllt sich, geht runter. Kann da aber nicht drauf zugreifen. Ach, der Eimer leckt. Komm zurück, wir versuchen es nochmal. Ja, super, ich... War ein bisschen schnell jetzt, ne? Habe ich so das Gefühl. Na komm, nochmal. Geht das Ding runter? Ich muss die Brücke mit dem Gegengewicht verbinden. Ja, aber wie? Ich muss es gleich loslassen. Schnell! Ich kann es kaum noch halten. Wie denn? Wie soll das denn gehen? Ach, das raff ich gerade echt nicht, Freunde. Das ist echt hart. Ich raff's gerade wirklich nicht. Ja. Alles klar, ne? Runter. Man sieht, ey, manchmal sieht man wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht, ne? Das ist so easy, man muss echt nur mal drauf kommen. Das ist... Wir müssen eigentlich nur da runter, dann das miteinander verbinden und dann passt das auch. Wetten, dass das geht? Ah, schnell. So, okay, Ebola. Jonah, kannst loslassen. Das war's. Geh rüber. So viel dazu, ne? Eigentlich total easy, wenn man weiß, wie es geht. Und ich suche mir hier einen Wolf. Naja, so sicher sieht die Sache aber auch nicht aus. Hier müssen wir wohl durch. Nach dir. Was ist das? Das ist eine Art von Stele, oder? Kannst du mir mal helfen? Klar. Was ist das? Das ist ein Rezept. Eine Kräutermischung zur Konzentrationssteigerung. Das könnte helfen, wenn wir Jaguare treffen. Hoffentlich nicht. Hier drüben geht's raus. Okay, geil. Auge des Adlers. Halten Sie LB und tippen Sie dann Y, um die Wahrnehmung Kräutermischung zu nutzen. Wahrnehmung ermöglicht es, Lehrer Tiere und natürliche Ressourcen der Umgebung zu spüren. Okay, LB und dann Y. Aha. Also erhöhte Wahrnehmung, wie es mir scheint. Da ist auf jeden Fall was. Wir nähern uns dem Dorf. Gut, ich will zurück in die Zivilisation. Also quasi ist das, so wie ich die Sache sehe, irgendwie eine Art verbesserter Dingsbums-Modus. Diese Ruinen sind anders als die in Mexiko. Mhm. Ah, das war's, oder was? Es soll aber eine geheime Stadt aus Gold in Peru geben. Paititi. Alle Schatzsucher der Welt wollen dorthin. Dads Notizen enden in Mexiko, als hätte er das Interesse verloren. Oder, keine Ahnung, der nächste Band behandelt Syrien. Ja, warum kann ich das nicht... Ah, jetzt geht's, okay. Ich bin so erleichtert, dass Jonah wieder da ist. Vor allem, nachdem Miguel... Gut, dass Jonah nicht groß gefragt hat. Vielversprechend. Die Jaguare. Er soll sich nicht sorgen. Das wäre nicht hilfreich. Mhm. Wir müssen gut vorbereitet sein, wenn wir es mit Trinity aufnehmen wollen. Wie weit wird es wohl nach Kuvakyaku sein? Falls wir auf dem richtigen Weg sind. Schwer zu sagen.
Aber die Bewässerung ist ein gutes Zeichen. Okay. Irgendwann gab's hier Menschen. Hoffentlich sind sie noch da. Okay, warte mal, da hinten ist irgendwie... Was ist das? Ein Auge des Adlers. Durch Einnahme von Wahrnehmungspflanzen können sie Beute... Aha, okay. Den haben wir schon. Sichtereule. Das Auge des Adlers 2. Mhm, interessant. Schlauer Fuchs. Krieger schaltet die nächste Waffen-Upgrade-Stufe frei. Okay, nicht genügend Waffenpunkte. Da brauchen wir nämlich 2 für. Brauchen wir auch 2. Ein Pfeil des Fuchses. Ja, komm, das ist gut. Nehmen wir mit. Reduzierter Fallschaden, immer gut. So, Inventar. Upgrades herstellen. Waffen-Upgrades benötigen Waffenteile, Ressourcen und Fähigkeiten. Wählen Sie im Inventar eine Waffe und drücken Sie X, um zum Upgrade-Menü zu gelangen. Wählen Sie ein Upgrade aus und halten Sie A zum Herstellen. Das Upgrade wird automatisch an der Waffe angebracht. Okay, wir können den Bogen upgraden. Puka Hooks Bogen. Bogen des Fuchsbandes. Ein biegsamer Bogen aus dem Holster. Die Strafe sehen sich schneller ab und fügt Tieren mehr Schaden zu. Mehr Geschwindigkeit und Kraft abgeschossen. Okay, da haben wir 3 Upgrades. Upgrades verbessern Waffeneigenschaften wie Zielgenauigkeit, Handhabung oder Munitionskapazität. Einzelne Eigenschaften können mehrmals verbessert werden. Manche Fähigkeiten ermöglichen bessere Upgrades. Okay. Jetzt wird es interessant. Verstärkte Arme. Das können wir nicht. Das können wir. Griffumwicklung. Umwickelte Sehne. Geben wir denen erstmal mehr Power, oder? Gut. Und umwickelte Sehne, die mit Haut umwickelte Bogensehne reduziert die Fingeranspannung und verlängert dadurch die Haltezeit. Kriegst du auch. Und für alles andere fehlt uns jetzt wieder Felle oder sowas. Das ist ein bisschen doof. Können wir sonst noch was machen? Nahkampf. Messer geht auch nicht. Hooksbogen, Feuerrate, der ist eigentlich besser. Nehmen wir den jetzt. Den Bogen. Das lassen wir mal. Ausrüstung. Abseilderad. Okay, alles klar, das haben wir. Da haben wir noch keinen Zugriff drauf. In Ordnung. So weit, so gut. Und wir sollen ja dieses komische Grab-Dingsbums finden. Na komm, können wir dir noch was abluchsen? Ja, können wir. Wir brauchen leider die Haut. Nochmal. Ich hier nur irgendwas finde. Herausforderungsgrab. Erkunden Sie, um den Eingang zu finden. Mhm. Was haben wir hier? Frage ist, wo ist es? Was haben wir denn hier? Diese beiden Götter sind die Herrscher über die Unterwelt der Maya. Xibalba, wörtlich übersetzt, Ort des Schreckens. Wukub Kachix, dessen Name sieben Aras bedeutet, war ein monströser Vogel, der Legende nach die falsche Sonne in seinem Schnabel trug. Sein Untergebener war Yunkame, was ein Tod bedeutet. Beide wurden von den Heldenzwillingen besiegt und getötet, nachdem sie sie in verschiedenen Sportarten und Spielen herausgefordert hatten, in denen beide Seiten betrogen.
Vukub Kachix verlor zum Beispiel im Pfeilwurfspiel, weil die Heldenzwillinge Blasrohre benutzten. Schau, schau. Suche mal dieses Herausforderungsgrab. Haben wir das irgendwo? Was war das denn? Gab es irgendwas aufgeleuchtet? Wie war denn das mit der Karte? Fotomodus können wir auch machen. Interessant. Will ich aber nicht. Ich will mal Karte gucken. Was ist das hier? Das ist ein Grab. Da ist das Basislager. Und hier ist das Grab. Okay, können wir uns da irgendwie mal eine Markierung setzen? Nein. Hier, mal gucken. Wo ist das Basislager? Aha. Okay, Herausforderungsgrab. Jetzt müssten wir eigentlich in der Nähe sein. Basislager und da ist das Grab. Ich habe was gefunden. Das könnte ein Zugang sein. Wenn es nicht die Zivilisation ist, warte ich hier am Feuer. Okay. Wir gehen mal gucken. Also ein Grab müssen wir ja mal mitnehmen. Das ist ja... Geht ja nicht anders. Wenn es ein Grab ist. Wenn es das Grab ist. Ich glaube ja. Genau, da sind wir durch. Jetzt ist die Frage, wo geht's weiter? Okay. Yes, mal ein paar Feuerpfeile. Lass mal kurz gucken. Machen wir nochmal an. Unbekanntes Gebiet, Herausforderungsgrab, okay. Ja, bin gespannt. Also ich finde das schon ganz geil, dass man jetzt auch wirklich noch erstmal direkt erkunden muss, um das eigentliche Grab zu finden. Finde ich nicht schlecht. Finde ich eine ganz coole Idee. Und hier sind irgendwie Fallen. Was haben wir denn da? Wieder Fellgedöns. Okay, da geht's. Ah, verdammt. Oh, das war knapp, das war knapp. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Keine Ahnung. Okay, das war doof. Das war doof. Verdammt. Verdammte Axt.